Stopp! Bitte, was willst du denn? Oh, Marilut. Stimmt, stimmt. Wir haben dieses Jahr Kuchen statt Bier. Sauben Nacht und der Mond erwacht. Marilut spukt an der Tür. Die Luft ist kalt im dunklen Wald und ein Geist regt sein Gespür. Oh, Geister, dunkler Wald. Ihr Gespenst, deine Belohnung. Spielst du die Rolle eines trickreichen Geists? Können trickreiche Geister sehen? Die Augenlöcher dieser Maske sind furchtbar. Es braucht nur eine Maske und süße Kuchen, um dich in einen fröhlichen Skalden zu verwandeln. Ich werde nicht singen, Gunnar. In den Nebel der Nacht gehen. Bist du bereit, mit mir zu reimen? Geradeaus vor meinem Haus sieht man den Schleier schon. Ich gehe umher, klopf viel und sehr, will Kuchen und Bier zum Lohn. Sehr gut gereimt! Ah, Perle, die zu viel trinken, machen den Kleinen Angst. Guten... Den Göttern sei Dank! Wir warten schon den ganzen Abend auf Kinder, damit wir die Sachen loswerden und wir feiern gehen können. Nimm etwas mehr. Sieh sich einer die Kuchen an. Honigsüß, Gunnar. Guck dir das an, Gunnar. Meine Kuchen. Flieg, Freundin. Ich sagte, nimm deine falschen Götter und verpiss dich in dein vollgeschissenes Erdloch. Du bist entweder furchtlos oder dumm, Junge, dass du so mit einem vom Rabenclan sprichst. Passender Name für Plünderer. Flugratten, die nähen, was ihnen nicht gehört. Ich pick dir die Augen aus und geb sie deinem Gott zu fressen. Gunnar, wir sind hier Gäste. Lass ihn gehen und wir ziehen weiter. Ja! Du willst dir heute unbedingt die Nase brechen. Da helfe ich gar. Christ im Tor. Das dauert nicht lang. Euch sollten wir lebendig verbrennen. Sicher, dass du nicht in Gloucester bleiben willst? Die wissen, wie man Spaß hat. Schlägereien gehören auf die andere Seite des Flusses. Hier sind Kinder. Du hast mir nichts zu sagen, Trude. Thomas Pfeilmacher, ich habe dich in diese Welt gebracht, dir das Geburtsblut deiner Mutter abgewischt. Hüte deine Zunge. Dann zeig mal das Bein her. Ist nichts Schlimmes. Vorsicht mit dem alten Mann. Seine vielen Winter zählen selbst schon als Wunden. Till Lucas, Moltron's a gumpas to patch this land.
Wird er wieder laufen können? Die Wunde ist tief. Wenn ich das Bein nicht retten kann, freuen sich die Schweine. Dieser Kerl nannte dich eine Drude. Ich führe jene, die in Gloucester den alten Bräuchen folgen. Aber meine Heilkunst biete ich auf beiden Seiten des Flusses an. Gwyneth, Liebes, geh zurück zum Haus und bring mir die Knoblauchsalbe. Und die Würmer? Reinigen wir oder schneiden wir, Mutter? Ja, bring sicherheitshalber auch die Würmer. Nun geh, Kind. Ich verspreche, ich schneide es nicht ab, ehe du zurück bist. Ey, ihr, gib mir Kraft! Schön, dass ihr meine tödliche Wunde alle so lustig findet. Geh, Eivor, vergnügt dich und versucht, Judah ein bisschen locker zu machen. Modron, du musst sein Bein nicht retten. Ich hätte da Verständnis. Das Bein wird schon wieder. Aber keine Arznei Englerlands vermag sein Gesabber aufzuhalten. Ich kann keine Wunder wirken. Sein Twink ist Wort, das. Zeig es mir. Mit bitterem Ale und lieben Freunden. Ein gutes Ende für einen Tag. Eivor, da bist du ja. Tudor? Sei gegrüßt. Der gute Gwilym hat meine Ehre in einem Trinkwettbewerb herausgefordert. Mach mit! Der Junge ist leichte Beute. Gib mir einen Becher. Dann her mit dem Ale! Für mich auch eins. Für einen Geschorenen des Christenherrn hast du viele Narben, Gwilym. Nicht jeder mit einer Tonsur ist ein Abteilämpchen. Ich fand zu Gott, nachdem meine Seele bereits von Sünden vernarrt war. Auf heilige Feuer und feuchte Augen. Im besten Rausch lässt man sich treiben, auf Wogen der Weisheit. Skål! Weiter so! Die Ehre Gloucester steht auf dem Spiel. Ich überlasse mein Land niemandem, der am Ale leckt wie ein Kätzchen. Widerlich! Na komm! Der Anführer Gloucester sollte mehr Met vertragen als das. Ich hab schon Säuglinge schneller Ale trinken sehen. Trink, Mann, trink! Komm schon, Junge, zeig dem Dänen dein Feuer.
Judah. Eine Wohltat für meine Seele. Hier, ich gebe noch einen aus. Auf neue und alte Verbündete. Von allen Aldermännern, die ich traf, scheinst du mir der Sorgloseste. Was ist dein Geheimnis? Es gibt keins. Es ist wohl bekannt. Die Last, die ich trage, wird bald die Welt mit mir verlassen. Trink also. Auf mein Leben und meinen Tod. Tod? Ich werde als König der Ernte im Weidenmann geopfert. So wie Aldermann Zimkin vor mir und alle vor ihm. Ein schrecklicher, barbarischer Brauch. Ein Brandopfer nach einem schlechten Jahr. Sie hoffen, satte Götter sind gnädiger. Deine Leute sind dir treu ergeben, Kenan. Es scheint eine Verschwendung, dein Leben wegzuwerfen. Würde ich meine Pflichten vernachlässigen, wären sie mir nicht mehr so ergeben. Ich werde ruhmreich in den Flammen sterben, statt lebend meine Heimat zu ersticken. Trinken wir also auf Aldermann Kennern! Voll Freude und Großzügigkeit soll ihm jeder begegnen, bis ihn der Tod ereilt. Meine Freunde, ihr seid zu gütig. Ich will auf meinen Nachfolger trinken, Judah. Möge er die Hörner erhobenen Hauptes tragen. Lasch, was ist das? Wasser? Ich fühle mich wie Thor, der Meere leer säuft. Keine Wirkung auf Kopf oder Beine. Ihr habt den Mann gehört. Gebt ihm etwas Stärkeres. Dies wird schneller wirken als jedes Gebräu. Gut. Ich will Bilder aller Wesen sehen, die in diesen Hügeln hausen. Und morgen mit Kopfschmerzen dafür zahlen. Ach, das schmeckt schrecklich. Fühlt sich aber gut an. Eivor, sei ehrlich. Ohne Rücksicht auf mich. Ich war ein Arsch. Leugne es nicht. Und das tut mir leid. Wie der Arsch eines riesigen Pferdes. Sanfte Worte von einem herzlosen Heiden. Nur unter schlechten Freunden brenne ich ungezähmt. Ich kann auch so nett wie eine Frühlingsbrise sein. Und wie nett wäre das? Nett genug, um dir zu sagen, dass du nicht zum Aldermann taugst. Vielleicht hast du recht. Ich wollte Kardinal werden. Doch die, die mich aufzogen, sagten, ich würde Gott besser als Aldermann dienen. Du hörst nur dir, nicht ihn. Die einzigen, denen du dienen solltest, sind deine Leute. Tudor, unsere Stämme verbinden sich durch die Hochzeit von Gunnar und Brigid. Aber wir könnten uns auch durch einen Schwur binden. Oh ja, mein erstes Bündnis als Aldermann. Ich nehme an, leisten wir einen Schwur. Wie beginnen wir? Ja, der beste Vertrag und das beste Bündnis. Auf den Vertrag! Auf den Vertrag! Den besten! Die Leute schlafen. Mehr Ale, um unsere Freundschaft zu besiegen? Hier lang! Pass auf die schwarze Sau auf! Sau? Ein Schwein? Ein brennendes Schwein, das dich nachts nach Hause jagt. Albernheiten, um Kindern Angst zu machen. Für dich ist Zauberei nur Stoff für Kinderträume. Vielleicht urteile ich zu viel über Wahrheiten, die ich nur halb glaube. Manchmal geht meine Zunge mit mir durch. Ich muss pissen. Ah. Große Schmerzen jagt Sterne über den Himmel. Ein Gewirbel aus Farbe und Licht. Wusch! Wir sind da. Hier. Genau hier rein. Judah!
Tuna! Tuna! Wo bist du? Streiche. Was ist gestern Nacht passiert? Oh, und die Wirkung des Gebräus hält noch an. Judah, bist du hier? Judas Leibwächter mit einem Messer getötet. Die Vase wurde zerbrochen und ist voller Blut. Hat man sie als Waffe benutzt? Blut. Könnte Tudor sein, wenn er derjenige war, der hier langgezogen wurde. Schlammige Fußspuren. Jemand hat sich hier versteckt. Was geht hier vor? Öffne die Tür! Komm sofort raus! Willems Beutel. Ich frage mich, ob noch was von seinem stärkeren Zeug übrig ist. Aber warum ist er hier? Ich nehme ihn besser mit. Gut. Was bedeutet das also? Die Mörder versteckten sich hier und lauerten, während wir uns draußen nähten. Sie sprangen aus dem Schatten, um die Richter zu töten und Judah zu überwältigen. Dann zogen sie ihn fort. Das wäre alles erklärt. Außer Willems Kräuterbeutel. Willems Zeug macht mir immer noch zu schaffen. Vielleicht weiß Mutter Modron, woraus es besteht. Was soll das bedeuten? Blut tränkt unseren Boden und deine Waffe ist auch voll davon. Cannon, bitte. Hier ging mehr vor sich, als du siehst. Gewähre mir das Recht, meine Unschuld zu erklären. Ich hätte Tudors Bedenken, ob heidnischer Gäste Gehör schenken sollen. Und nun hat er mit seinem Leben bezahlt. Ohne Tudor hat Gloucester keinen Aldermann. Auge um Auge. Dein Rabenclan verliert seinen Anführer. Ergreif den Mörder! Ich sollte mein Gesicht verdecken. Meine Hände sind voll mit altem Blut des Reinken.
Meine Hände sind voll mit altem Blut des neuen Königs. Ich sollte besser nicht auffallen. Was siehst du, alte Freundin? Sei gegrüßt. Mutter, der Freund von dem mit dem zerhackten Bein. Wer bin ich? So ist es. Ich bin überrascht, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Erkennst du den Inhalt dieses Beutels? Das ist recht ungewöhnlich. Es gibt einen Druiden, der dies als Einschlafhilfe mischt. Ein Mönch namens Gwilym schüttete gestern davon etwas in meinen Trunk. Die Wirkung war mächtig. Durchsucht die Häuser! Er kann nicht weit sein! Verfluchte Christussöhne, was wollen sie jetzt? Sie machen es uns unmöglich, hier zu leben. Mutter, wenn der Fremde mehr von den Kräutern will, kann er doch mit dem Druiden Harwin sprechen. Ja, Harwins Hütte ist an einem See, wo sich der Fluss Cherwell und die große Use treffen. Aber er ist ein komischer Kauz. Er spricht nur selten mit Sterblichen. Ihm sind Geister lieber. Nun, ich habe etwas in Rollendreh zu erledigen. Suche mich später dort auf.
Zeig mir, was vor uns liegt. Huh?
Das muss das Haus des Droiden sein. Diese Lande sind von Strohmännern bevölkert. Geist, endlich bist du gekommen! Vor Tagen schon kündete eine Wolke von deiner Ankunft mit Regen, der nach Sonne duftete. Doch welche Art Wesen bist du unter Pferd und Knochen? Aus dem Reich der Feen vielleicht? Ich weiß, du darfst es nicht sagen. Ich dränge nicht weiter. Was du auch sein magst, nun, da du hier bist, kann das Ritual beginnen. Doch die Strohmänner müssen dich mit Funken ankündigen. Entzünde den Himmel, um neu zu beginnen, hier am Totenbett der Jahreszeit. Bis dahin erwarte ich dich lobpreisend da unten im Tal. Alwyn sagte, dass die Weidenmänner mich mit Funken ankündigen müssen. Vielleicht sollte ich sie anzünden. Ein Weidenmann spricht. Lass sie gemeinsam reden. Ja, ein zweiter stimmt ein. Ein weiterer. Es ist ein wildes Kreischen. Werden noch einer. Sie brüllen, hörst du sie? Ein Meer aus Feuerstimmen. Das sollte der letzte sein. Zurück zum Druiden. Sprich zu mir, o Wind! Ich bin gekommen, dir eine Frage zu stellen. Etwas an deinem Verhalten und deiner körperlichen Form lässt mich zweifeln. Bist du wahrlich ein Geist des Lichts? Ich bin ein Geist wie jeder andere. Dann beweise es. Du musst die tiefen Geheimnisse der Anderwelt kennen, bevor ich dir helfen kann. Nenn mir die richtige Verwendung von Zaubern. Wie du willst. Sprich deine Rätsel. Welcher Zauber ruft Maiden Hilfe herbei? Welcher Zauber ruft Maiden Hilfe herbei? Gib mir etwas Zeit für die Antwort. Bist du ein Geist der Dunkelheit? Wenn dem nicht so ist, komm wieder und versuche es erneut. Worum bittet er mich da? Es muss Kleinode in seinem Haus geben, die mir helfen.